James hier, der ist auch nicht der besonders helle. Jo. Und gleich unterm Rock gucken, perverse Sau. Macht ihr die ganze Zeit? Wieso steht ihr so Na, darbietend da? habe ich doch schon gesagt, das ist eine Nutte. Schlecki von Boro. Ganz im Ernst, sie sieht aus wie eine vom Kleidungsstil, sie benimmt sich wie eine. Ich glaube echt, das ist eine Prostituierte. Ich bin auch da, das ist nicht klar. Strippe. Das kleine Mädchen benimmt sich auch nicht gerade koscher. Ist bestimmt so ein so Mutter-Tochter-Unternehmen. Ist genauso frech wie der Wolf, ey. Die kurze. Also bitte, ich habe kein Pony, ne? Ich habe keinen Pferdeschwanz. Das Pony ist hier schmattig. Das hast du nicht. Nein. Moment, ich habe ein Pony, schmattig. Ja, der Pony, genau. Wer redet denn jetzt vom Pony? Weil das Mädel einen Pferdeschwanz hat. Ja, und der Wolf aber nicht. Worauf ich übrigens total stehe, allerdings nicht auf kleine Mädels. Wolf steht auf Pferdeschwänze. Nicht auf diese. Ey, du, ich glaube, ich schmeiß dir irgendwann eine Salami am Kopf, wenn ich dich jemals sehen sollte. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Der Irgendwann. echte Rügenwalder haut er mir vom Kopf. Irgendwann werden wir uns begegnen. Und ich werde dann mit einer Salami kommen. Und die werde ich dir dann wohin schieben. Freu dich schon mal drauf. Ja, es ist der Wolf wieder hier. Der österreichische Begrüßungsritual. Ja, klar, weil sich alle so begrüßen, ne? Sei froh, dass ich kein Russe bin. Die begrüßen sich anders. Die Salamia-Freundschaft. Ich glaube, die männlichen Russen küssen andere Männer auf den Mund und das wäre für mich total ekelhaft. Was? Glaube ich. Ja, glaub Ich glaube, so was Ähnliches schon mal gehört zu haben. besser als sich eine Salami irgendwo reinzustecken. Ja, und da steht deine die natürlich drauf. Ja, hast du doch gesagt, mach so. Ich habe gesagt, das mache ich mit dir, wenn ich dich jemals sehen sollte. Ja, das war kein gutes Begrüßungsritual. Aber du, auch der Wolf steht auf Ja, hast Pferdeschwänze. du doch gesagt. Ich habe Ich nur habe das wiederholt. von der Frisur geredet und nicht Das irgendwie hast du nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Ich droppe den Handy gleich, aber The sowas von. devil is in the details. Oh nein, ich sehe schon das Zeichen. Ich wusste, dass Krankenhaus, es kommt. nee, Schule, oder? Es ist das. Ich glaube, Haus. die Schule Ja, war es ist zuerst. das Brookhaven Hospital. Ja, die Schule. Ja, ich weiß nicht mehr, was in Scarecrows Videos zuerst war. Die Schule oder das Krankenhaus? Ich glaube aber, die Schule war zuerst. Doch, Hospital. Ja, im ersten war die Schule zuerst. Deswegen ja. Deswegen jetzt zur Schule. Oh nee, hier laufen doch irgendwelche notgeilen Krankenschwestern rum, oder? Der Leckerchen. Ich glaube, Schmacki übersieht permanent Speicherpunkte. Ja, hier muss definitiv eingeben. Er macht eine fette Übersession hier. Das wird eine Letzt-Komplett-Aufnahme. Ich Let's verkackten Schmacki. Speicherpunkt nicht hinter. Ja, Augen auf hier, ey. Im Das Straßenverkehr. ist Da ein roter Punkt, den kann man doch nicht übersehen. Schmacki schon. Schmacki kann alles. Ja, na, Hat in Rot-Grün-Schwäche. Super Mario fehlen wehrlose Händler niedermetzeln. Er schafft alles. Vier Münzen suchen, obwohl es nur drei gibt. Ja. Ich glaube, am Ende müssen wir so ein Special machen, am Ende des Jahres. So,
die besten Schmacki-Momente. Dann gibt es so eine ganze Liste von irgendwelchen Titeln und Dingen, die gesagt wurden, die Schmacki gemacht hat, die nicht zu machen waren, oder Fails von Sachen, die eigentlich Popel einfach waren. Moment, ging das hier schon mit den Spiegeln los, die Sache? Was Da willst war was du? mit Spiegeln und zweiter Parallelwelt. Wenn er irgendwie ins Wiedermonis Ach, noch da hast du failen deine kranken könnte. Schwestern. Und Ja, der das Leckerschnitt. ist es ja gerade. Ins Vidamoris kann man nicht failen, da kann man nichts verbocken. Das geht gar nicht. Das ist für die Schmacke. Da kann man keine Händler umbringen. Da kann man nur mit den Typen und Weibern flirten. Und selbst wenn man nur Negativkritik sagt, selbst das ist positiv für andere Figuren. Das heißt, egal wie schlecht man sich anstellt, man kann nicht verlieren. Das ist das Spiel. Das ist ein Spiel für Schmacki. Man nennt seinen Albträumen. Ich will ihn zuvor mit anderen Dingen quälen, wie Monster Max. Svidamoris muss Force schon machen. Als ob. Der kriegt ja noch nicht auf dem Deckel, Roadrunner zu machen. Ist es der Frauen-Red Bull gegeben? Da füllt eine Prostituierte ab, Das ist so schmackig. damit er sie abschleppen kann. Wie er lebt und lebt. Ob ich finde keine Speicherkarte. Schmacki, die bietet sich so schon an, du brauchst sie nicht noch abfüllen. Ich meine, Gönnt gut, sich vielleicht mal. vergisst sie dann. Oh, endlich Ruhe, ja. Vielleicht vergisst sie dann, dich auf die Bezahlung hinzuweisen, das wäre ein Vorteil. Forster. Das ist halt toll. Das ist Er fast. findet alles, nur kein Ja, das ist Speicherpunkt. ja gerade das Problem irgendwie. Die sind Alles. despawned. Geheime Secrets, Die sind unsichtbar. Secret Endings, Bugs, alles Mögliche. Aber kein Speicherpunkt. Die sind unsichtbar Das kann bestimmt. doch gerade echt nicht angehen. Ja, ich glaube, ich esse Maß, weil das könnte doch noch länger dauern. Stell doch auf noch 50 Videos ein. Ich glaube, der Schmacki braucht so lange, um einen Speicherpunkt zu finden, so lange wie ich in Resident Evil und Resident Evil Zero brauche. Also 112 Videos. Das kann sein. Was hast du denn jetzt mehr gefunden? Wo ist der Speicherpunkt? What's wrong? I just Oh, found it. versteckt er Are sich? you okay? Guck mal unterm Rock der Frau. Bombennadel schon. Kann ich ein bisschen Da was vorgebrauchen. findet echt alles. Ja, bloß nicht das, was ich gerade finden will. Uiuiuiuiui. Das willst du nicht. Leg's zurück. Pfui, Schmatti, aus. Schmack hat sogar Amerika entdeckt, ey, aber nicht zu Speicherpunkt. Ja, natürlich, Hetty. Guck mal unterm Rock der Frau, vielleicht ist da ein Speicherpunkt. Das ist der G-Punkt, wissen Sie. Jetzt wird der Wolf wieder unseriös. Das ist der Tiefpunkt hier. Mein ganz persönlicher Tiefpunkt. Mein Hirn schmilzt schon, es rinnt bei meinen Ohren raus. Würde es, aber ich trage Kopfhörer, also geht's nicht. Haha. Sie ist jetzt nur so eine warme Brühe in den Kopfhörern drin. Deswegen höre ich auch nur so ein Geblubber. Das ist ein spannendes LP. Wo ist das Safe Spot? Huch. Hast du gerade die Frau erschossen? Da hat er sich jetzt noch eingerissen, weil er da wehrlose Nutten hat. Ah. Ja,
Wann hast du zuletzt? Jetzt will ich wissen, wo ist Continue Point? Boah, Schmacki. Letzte Speicherpunkt irgendwo im Apartment. Nicht nur Händler, die dir helfen. Nein, wer das in Noten knallt auch ab. Wo bist denn du da jetzt? Oh nee, nicht nochmal das Rätsel. Nein. Nein, das nicht, echt? Aber. Permitetten, der ganze Kram. Schmacki. Ja, geil. Oh. Ja, da musst du offscreen nachspielen. Da war ihr die Note nicht geil genug, hat er sie abgeknallt. Da, dieser Typ da. James oder John oder wie der hieß, der fasst sich auch schon am Nacken. Da sagt Lecky Schlecky 5 Euro viel zu teuer. Das ist ja. Ja, denkt er sich so, oh, ich wollte gratis. Bam, Kopfschuss. Ja, Schmacki. 2016, liebe Leute, das ist das Jahr des Schmackis. Schmacki weiß, wie man mit der Frau umgeht. Und jetzt genau um 5, jetzt genau um 5 Uhr morgens erst recht. Nichts für ungut, aber ich werde nicht mehr dabei sein, weil irgendwie ist auch gut. Das musste Schmacki offline nachspielen. Ja, das werde ich bei Zeit im Offline nochmal nachzocken. Ist ja sowieso nicht viel passiert. Viel Palaver und dem ganzen Krimskrams ausweichen. Da ist jetzt nicht die Challenge dahinter. Vielleicht finde ich unterwegs noch einen Speicherpunkt im Krankenhaus. Ich glaube nicht. Also anderthalb Stunden umsonst aufgenommen? Ach, wie sehr sich doch jeder hier freut. Das wären dann so umsonst? Einfach dann weitermachen demnächst. Das wären dann, glaube ich... Achso, Leute, die letzten 4 Parts waren umsonst. Nix da. Einfach da weitermachen, fertig. Bis er offline dahin spielen, dann weitermachen, was ist das Problem? Hier mit deinem Offline, das heißt Offscreen, hier gibt's kein Offline. Aber hier Resident Evil 4, die hat sich geduckt. Off the Kamera. Der Typ hier ist auch offline jetzt. Junge, ich geh gleich offline. Ey, das sehe ich erst jetzt. Der Typ sieht vom Kopf her irgendwie aus wie Max Steel. Geil. Von der Sicht. Naja, jedenfalls. Leute, wir sehen uns beim nächsten Part wieder im Brookhaven Krankenhaus. Ich werde da offline bis dahin spielen. Ja. Und vielleicht findet er das Safe-Punkt hier. Und hoffentlich sind wir dann alle irgendwie intelligenter bei der Sache. Nicht das Fiasko, was ihr da jetzt alle mit ansehen musstet. Ja, das war jetzt. Immer beide Schmacki im LP, ey. Ja. Was ist da los? Es ist 5 Uhr morgens, da darf man verrückt sein. Stell dir vor, Serax wäre dabei gewesen und wäre es noch chaotischer. Oh. Das wäre... Totschlag für dieses Projekt. noch tot als die Hure gerade. Die Schmacki erschossen hat. Weil sie nicht Lecky Schlecky umsonst hat. Und die... Und die 4. Münze, die er gesucht hat, obwohl es nur 3 gab. Scheiße. Na, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss.